Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal haben wir... Wir haben gesehen, wie Wein hergestellt wird, haben auch teilweise ein bisschen was zur Weinproduktion beigetragen. Das war ganz toll, ganz spaßig. Also eigentlich, ja, es ist halt Wein. Es ist nicht meine Welt. Ja, die heutige Folge kommt halt auch tatsächlich so einen gefühlten Tag später oder einen halben. Weil aus gesundheitlichen Gründen ging es halt nicht eher... Ich war tatsächlich körperlich so ein bisschen verhindert und konnte halt tatsächlich keine Folge aufnehmen. Das heißt, die Folge hier kommt dann tatsächlich erst am Samstag, nicht am Freitag wie ursprünglich geplant. Dafür ein großes Sorry, aber es ging halt nicht. Ja? So, ja, wir sollen mit dir reden, ja? Wir verstecken mit dir. Die Arbeit im Rebgarten ist eine Ich bin bereit, wozu auch immer. Sobald wir angefangen haben, müssen wir zügig arbeiten, denn die Zutaten verderben leider sehr schnell. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ah, es braucht noch etwas Fruchtiges und Blumiges. Vielleicht eine Fruchtblume. Ihr scheint nicht ganz bei der Sache zu sein. Belastet euch etwas? Macht kurz Pause, dann versuchen wir es erneut. Hätte ich da einen rumtreten müssen? Gefällt es euch? Stellt euch an den Tisch. Sobald wir angefangen haben, müssen wir zügig arbeiten. Ah, jetzt sehe ich es. Ich kann es hier benutzen. Leider sehr schnell. Braucht noch etwas Fruchtiges und Blumiges. Schattenfrucht. Wie packe ich das jetzt da rein? Die Zutaten sind sauer geworden. Wir müssen wohl von vorn anfangen. Ich bin vielleicht auch noch nicht geistig so ganz da. Sobald wir angefangen haben, müssen wir zügig arbeiten, denn die Zutaten verderben leider sehr schnell. Ich denke, da fehlt eine saure Note. Fügt bitte Schattenfrucht hinzu. Okay. Sehr gut. Lasst mal sehen. Ich denke, da fehlt eine saure Note. Fügt bitte Schattenfrucht hinzu. Ihr seid ein Naturtalent. Aber es fehlt noch etwas. Aber inwieweit fehlt dir denn hier was Fruchtiges, Blumiges? Nur Blumen? Ich denke, da fehlt eine saure Note. Fügt bitte Schattenfrucht. Genau, was wir brauchen. Lass mich gerade noch eine Schattenfrucht. Der Saft muss gut durchgeknetet werden. Springt in den Bottich und stampft kräftig durch die Mixtur. Ihr seid ein Naturtalent. Okay. Es braucht noch etwas Fruchtiges und Blumiges. Sehr gut. Lasst mal sehen. So, mach mal in die Nähe. Der Saft muss gut durchgeknetet werden. Springt in den Bottich und stampft. Ja, das kann ich. Das kann ich. Rumspringen kann ich. Und dieses komische Wasser, geläutetes Wasser, braucht man nicht. Ist okay. Noch nie Wein hergestellt? Nee. Ich habe auch nicht vor, das nochmal zu wiederholen. Okay, sammelt 8 Fliegenfresser der Schatten schon mal ein. Ja, gut, das kriege ich vielleicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein. Nein, als Wein herstellen? Nein. Entspannt euch. Ist halt nicht meine Welt. Ich bin jetzt kein Alkoholtrinker und schon gar kein Weintrinker. Och, really? Geben eine Tarnung auf, ihr Schweine. Das wird ja lustig. Ich glaube, wir sind nicht so viele Wachen unterwegs. Ein Dach. Bis meiner. Von dem müssen wir noch so ein paar einsammeln. Das kriegen wir aber hin. Also es ist halt hier auch 3 Uhr nachts. Es ist ein bisschen, ne, also hier tatsächlich von 17. Die Folge kommt halt heute, wahrscheinlich so in 2 Stunden oder sowas. Irgendwann mitten in der Nacht kommt hier die Folge und dann denkt ihr euch so, ja, es liegt halt daran, weil wegen, es ging halt nicht. Wenn es nicht geht, ja, dann geht halt nicht. Ja, und ich war tatsächlich jetzt mehrere Tage verhindert, irgendwas zu tun, körperlich. Es war nicht schön, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch noch nicht, dass alles so weit vorüber ist. Aber mal gucken. Na, normalerweise hatte ich halt eigentlich geplant,
Wenn der Alan's Plan verlaufen wäre, dann hätte ich dann jetzt hier Freitag dann die erste Folge vom neuen Hexenmeister dann gemacht. Weil zu Freitag. Ne, dieser, von der ich ja schon mehrfach erzählt habe, wo ich da halt jede Quest vorlese und all so ein Krams. Ne? Und, ja. Das ist so das, was ich ursprünglich geplant habe. Hat nicht funktioniert, weil wegen Shit happens. Ist so. Aber naja, was willst du machen? Ist wie es ist. Steckst du nicht drin. Na, ich hoffe nur, dass ich das halt jetzt so nächsten Wochen alles wieder normalisiert. Ist jetzt nichts mega gravierendes, ist halt nur super störend. Also ich glaube, da muss ich jetzt nicht irgendwer Sorgen machen oder so. Es ist halt wie es ist. Na, weil deswegen halt auch schon der ein oder anderen Stream ausfallen lassen. Weil wegen ging nicht. Und es, ja. Artet so ein bisschen aus wie vor circa 10 Jahren. Und das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. So, euch soll ich hier noch töten. Ich wollte schon weggehen. Siehst du, ne, wie verpeilt ich bin. Macht keinen Unterschied zu sonst, aber gefühlt ist es mehr. Ja, 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 ja. So ist das. So. Ha! Er hat mich gesehen. Ha! Oh nein, was soll ich denn tun? Oh nein! Vor bis tot ist. So. Guten Tag. Silverin. Ruft einfach, wenn ihr etwas benötigt. Ich habe dich gerufen, aber hey. So, suche Morgo. Ergreift sie! Oh, warum denn das jetzt? Ruhe! Auf Befehl der Großmagistrix seid ihr hiermit der Aufwiegelung angeklagt. Ihr untergrabt meine Autorität und müsst euch dafür verantworten. Ich tat, was ich für richtig... Ich will nichts mehr hören. Eure Strafe ist der Tod. Weitermachen. Macht die Rebgärten gefügig. Ungehorsam werde ich nicht dulden. Also die war zwar nervig, aber den Tod hat sie jetzt auch nicht verdient. Willkommen. Lebt wohl. Naja. Nein. Oh nein. Oh nein, was? Ich muss hier erstmal, ne, ein Haustier annehmen, hier ein paar Münzen aufsaugen. Wupti-du. So. Gucken wir mal, was die hier sonst noch so wollen. Rebgartenwachen köten. Das kann ich. Mein Gut, Vollstreckern zählen die auch dazu? Die zählen auch dazu. Okay. Ja, ja, bei Gelegenheit. Ziel ist zu nah. Das ist ja wirklich sehr bedauerlich. Zack. Dich hier auch nochmal. Hier ist noch eine drin. Oh. Nehmen wir die erstmal auseinander, bevor es jetzt hier irgendwie noch ausartet. Na, aber bevor ich dann die Akku verliere von irgendwen. Schadenstechnisch hätte ich auch 8 ausgehalten, aber halt, ne, es ist ja auch immer so eine Sache mit der Akku-Reichweite und so weiter, ne? Denkst du halt, ja, das hält noch bis dahin? Ja, nee. Denk nur so, ja, nee, ich hab mein Interesse verloren. Wir gehen dann mal. So. Ich stelle eine hohe Anzahl Teleportzauber mit eurer Position als Ziel fest. Ich habe einen Teleporter für euch aktiviert. Ihr habt nicht viel Zeit. Sucht die Plattform und verschwindet. Okay. Dann suche ich mal die Plattform. Bevor hier halb Azeroth nach mir sucht. Nee. Das muss nicht sein. So, bist du ein Teleporter? Du bist ein Teleporter.
Ich bin hier. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin hier. Na gut, ich weiß schon, wo ich bin, aber... Ne, bisschen Dramaturgie und so, ne? Ein Dach. Och. Wir hatten natürlich schon wieder Hunger, ne? Ach, geht noch, okay. Ist so ein bisschen nervig, ne? Für jemanden, der halt in Anführungszeichen wenig spielt, ne? Kontrolle zu verlieren. Immer hier füttern, ne? Aber... Gut. Wie viel Mana habe ich denn? Och, da geht noch einiges. Theoretisch könnte ich da mein Mana hier noch verwenden, dass ich noch im Inventar habe, aber nö. 4 Milliarden Artefakt macht. Das ist nett. So. Das ist das. Dann können wir jetzt da lang, ja? Faule Äpfel und so ein Krams. Ah, wird schon. Die tollen Schattenblüten. Die, die wir vorhin noch im Bottich geworfen haben. Das suchen wir mal bei Nacht, ja? Die Legionspatrouillen kommen immer näher an Shalaran heran. Tötet sie, bevor sie uns entdecken. Nö, 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 Weltquest, nö, nö. Nö, ich hab Wichtigeres zu tun. Guten Tag. Seid ihr wichtig? Krötenmuskelmann, Marken. Ihr seid ein bisschen wichtig. Nebenbei hier Pflanze, Blümchen. Wie die Katze da auch gerade ankam, mir entgegenhaut, ne? Einfach nur, damit ich die Pflanze nicht zu Ende einsammeln kann. Ich liebe es. Auf was willst du denn? Saftsack. Kröten töten, kein Problem, ne? Aber Blümchen sammeln, das wird noch lustig, ja, ist das Gefühl. Das ist ja oftmals so, du hast, keine Ahnung, von dem, wovon du wenig brauchst für eine Quest, hast du sehr wenig in dem Gebiet. Nee, Quatsch, sehr viel. Von dem du relativ viel brauchst in dem Gebiet, hast du dann relativ wenig dort. Oder Verhältnis gesehen, sag ich mal so. Ne? Ich sag jetzt nicht, hier sind weniger als 8 Kräuter, ne? Aber halt. Auf dem Quadratmeter gesehen hast du 5 Frösche, 1 Blume gefühlt. Ja, und du brauchst halt so viel Frösche oder Froschinnereien hier wie Blümchen. Na gut, aber die Dropperate von denen ist auch nicht so hoch. Dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich bin außer Reichweite. Du hast eigentlich den da anvisiert, meine Güte. Dann ist das gerechtfertigt, warum hier mehr Kröten als Pflanzen sind. Wenn nicht jeder was davon droppt, dann ist das okay. So. Mal so artet es tatsächlich davon aus, dass ich tatsächlich mehr Kröten als Blümchen brauche. Mein, ich finde das nicht schlimm. Ja, ist halt nur... Hier in 3, direkt so 3 Uhr nachts. Ja? Ihr könnt nicht erwarten, dass ich da irgendwie qualitativ hochwertigen Kommentar von mir gebe. Ja? Ich meine ja nur. Da ist manchmal mehr das Hirn gibt was von sich, als wirklich ich darüber nachdenken kann, was ich gerade von mir gebe. Ist halt so. Yay, Quest complete. Soll ich auch gleich da drüben abgeben? Ist okay. Okay, dokeli. Können wir das schaffen? Wir sollten uns vielleicht mal tarnen. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. So. Ich will da hoch? Nein, will ich nicht? Okay.
Ich bin da. Guten Tag. Wer von uns im Mondfuchs? Der Krötenmagen-Dinger da und faule Äpfel. Man nennt es auch Schattenblüte. Abzeichen eines Meisterkultivators. Was sie sich alle für einen Namen ausdenken, eigentlich nur für ein Objekt für. Hey Mensch, hier ist das Wagner. Naja. So. Ups, Schalen vergiften. Wir sind doch gleich hier, verdammt. Hey Mammut, du wirst attackiert. Nee, ist nicht wahr. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist hier so? Nee, das ist nicht noch eine Schale. Wird einfach nur trotzdem markiert hier als. Hey Mensch, gelber Punkt, hey, hey, gelber Punkt, hey. So. Quest complete. Das war eigentlich nur so eine schwere Quest. Aber du nervst mich jetzt ein bisschen. Mhm. Oh, frag mich mal. Aber hier geht's nicht nach Wohlfühlen. Manchmal. Weißt du, du bist eigentlich schon raus, aber wegen Latenz oder so, wobei. Weniger Latenz, ne? Aber halt. Keine Ahnung. Technisch gesehen bist du halt dann noch im Bereich, obwohl du halt nicht drin sein musst, ne? Hat ja auch schon so manchen Wait-Vibe geführt und sowas. Ne, wenn halt wirklich bei dir selbst halt optisch siehst, dass du halt außerhalb des Bereichs bist, ja, ist aber halt beim Server halt eigentlich noch anders ist. Ja, dann, ne? Ist immer toll. Was ist euer Begehr? Das gehört aber Online-Spielen leider mit dazu. Daglia ist jetzt mit Sicherheit ruiniert. Ich habe bereits Gerüchte gehört, dass er ein Verräter ist, der mit den Nachtsüchtigen unter einer Decke steckt. Ist's nicht wahr. Er und seine Verbündeten wollten Elisande vergiften. Das wird ihn lehren, sich mit einem Mondwuchs anzulegen. Ja, Astoras Mondwuchs, nicht Mondfuchs. Das hat er im Angebot hier. Schrott, wie viele andere auch. Norbetos Suramar. Ja, meinetwegen auch das. So, wir hätten da unten noch einen zwielichtigen Kontakt. Ich glaube aber, wir gehen erstmal hier oben hin. Erkundung des Fuhrportdickichts. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich da genau hinkomme, aber hey. Wann habe ich schon Ahnung von dem, was ich hier tue? Ich meine, ernsthaft, wann habe ich das schon mal? Ich muss jetzt hier nur wieder einen Weg hier rausfinden, ne? Ich will da durch. Ich will da durch. Danke. Auch immer die unmöglichen Wege suche. Ach ja. Na, also, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für alles, was ich hier heute von mir gebe. Es ist. Ich bin ein bisschen verpeilt heute. Ne, Schmerzmittel und sowas tragen nicht unbedingt zu meiner ruhmreichen Wortfindung bei. Aber, naja, was soll's. Na, bevor halt Leute irgendwie auch in Panik ausbrechen, ne? Gibt's jetzt kein WoW mehr? Ne? Ich könnte es verstehen halt, wenn Leute das halt dann denken, ja. Weil plötzlich halt nicht einmal WoW kam und so weiter, aber alles gut. Na, es hat sich halt heute einfach nur mal einmal verzögert. Kommt hoffentlich nicht so schnell wieder vor. Ne? So. Guten Tag. Lyria Morgenwind. Du hast aber einen netten uralten Mana-Bock. Ganz nett.
So. Da. So, um was die dann so zu sagen hat hier oder was er hier für tolle neue Quests hat, das gucken wir uns alles an in der nächsten Folge von World of Warcraft. Ey, mal wieder ein bisschen außerhalb von Suramar. Ich kann die Stadt nicht mehr sehen. Ich kann sie einfach wirklich nicht mehr sehen. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.